Nun seien wir schon im neuen Jahr. In Berlin haben sie es ordentlich krachen lassen. Ah ja, die disziplinierten Hauptstädter. 700 Festnahmen gab's. 700? Jeder 5000ste Berliner ist verhaftet worden. Ach du grüne Neune. Das ist ein Inzidenzwert von 50. Gar nicht mal so schlecht. Ja, die hören auch nicht so gut auf ihre Mutti. Das blöde 2020 endlich vorbei. Es gab auch positive Sachen. Was denn? Die ganzen positiven Tests. Na, du erst wieder. Ja, was würd's auch bringen? Naja, solange sie ihren blöden PCR-Wert weiter durchziehen, wird's kein gutes Jahr waren. Und die Krankenhäuser sind überlastet. Ja, im Erzgebirge zum Beispiel. Da haben sie voriges Jahr am 1. Januar eins zugemacht. Ein Schneeberg. Und nun wundern sie sich, dass die Plätze nicht reichen. Ja. Alles selber gemacht. Und der gute Test, an dem alles festgemacht wird, nur da stimmt ja auch hinten und vorne nicht. Was meinst du? Naja, kann Influenza-Viren von Corona-Viren nicht unterscheiden, kann die Corona-Stämme nicht auseinanderhalten. Es gibt Kreuzreaktionen. Das kann nicht klappen. Ich versteh sowieso nicht, wie das mit dem PC-Dings da. Polymerase ist das. Wie das funktioniert? Naja, pass auf. Die Viren. Die sind so klein, so winzig. Die Hanse, die kann man gar nicht entdecken. Da können sie nur Bruchteile können sie feststellen. Und damit sie die feststellen, müssen sie die verdoppeln. Mit jedem Durchgang verdoppeln sie einmal. Einmal verdoppeln? Naja, warte, ich gebe noch mal ein Beispiel an eine Mücke. Eine Mücke? Ja, eine Mücke, die wiegt so gut wie nichts. Ein Gramm oder was? Ach, nur weniger. 2,5 Milligramm. 2,5 Milligramm? Du brauchst 500 Mücken für ein einziges Gramm. Ach so. Und jetzt stell dir vor, du tust eine Mücke suchen. Machst die Polymerase und da tust du die Mücke beim ersten Durchgang verdoppeln, hast du zwei. Beim zweiten Durchgang hast du vier. Und dann noch und achte. Und dann noch und 16. Und so geht das immer weiter und weiter und weiter. Und bei 25 sollte Schluss sein. Sollte Schluss sein? Ja, danach ist das Ding überhaupt nicht mehr zu gebrauchen. Wer sagt denn sowas? Beispielsweise der Herr Dr. Drosten sagt sowas. Kannst du überall nachlesen, bis 25 Durchgänge geht's. Das heißt übrigens CD-Wert, so Durchgang. Und danach hast du aus der einen Mücke von 2,5 Milligramm ungefähr 40 Kilo Mücken gemacht. 40 Kilo? Aus Emmer? No. Bei 25 Durchgängen. Wo weißt denn das? Hab ich ausgerechnet. Ich bin gut im Rechnen. Sie, okay. Und danach müssten sie Schluss machen. Denn wenn sie weiter drehen an der Geschichte und noch mehr verdoppeln und verdoppeln und verdoppeln, ist der ursprüngliche Getestete überhaupt nicht infektiös gewesen. Sollen sie jedenfalls. Ach so. Aber die verdoppeln weiter und verdoppeln weiter. Und beim CT-Wert von 32, also bei 32 Durchläufen, sind aus der Mücke 6 Tonnen geworden. Das ist ein Elefant. Ach du Schreck, da haben die aus der Mücke einen Elefanten gemacht? Ja, aber das reicht noch nicht, wenn sie dann immer noch nichts Positives gefunden haben an den Test, verdoppeln die weiter und weiter. Bis zu einem CT-Wert von 40, das sind über 1200 Tonnen. Ach. Du grüne Neune! Ja, und deshalb seien die Dinger nicht zu gebrauchen. Die positiven Tests, die seien nicht wirklich infiziert. Das seien Elefanten, die aus einer Mücke gemacht seien. Und eigentlich müssten sie den CD-Wert angeben. Der müsste durchgehen auf dem Test. Steht da aber nicht. Stell dir vor, das ist wie wenn du in die Kneipe gehst, was bestellst und weißt nicht, ob den Mücke eine Mücke serviert kriegst oder ein Elefant. Nee, ein Glück, dass die Kneipen geschlossen sind. Da kann sowas nicht passieren. Ob das ein Glück ist, wisch.
Und was war das gleich für eine Polymerase? Polymerase? Kettenreaktion! Die Polymerase-Kettenreaktion! Na, das ist ein gutes Stichwort. Mir fällt ein, du willst mir nach einem neuen Jahr eine neue Kette schenken, eine schöne Goldche. Hätt ich auch nicht gesollt. Oder eine Kettenreaktion.